Bevor das Video jetzt gleich losgeht, möchte ich nochmal ein kurzes Vorwort mit euch an die Hand geben sozusagen. Und zwar habe ich ganz vergessen, im Video zu sagen, dass ich unten in der Videobeschreibung eine kleine Gliederung habe, wo die jeweiligen Gruppen, die ich euch vorstellen werde, beginnen, also quasi die Gruppe und dann die Minutenzahl, weil es gibt ja auch bestimmt Leute, die wollen sich nicht jede Gruppe anschauen, die interessieren sich vielleicht nur für die Bayern-Gruppe oder zum Beispiel für die Dortmund-Gruppe, deswegen habe ich das mal unten in die Videobeschreibung geschrieben. Natürlich würde es mich freuen, wenn ihr jede Gruppe anschauen würdet, wenn ihr das ganze Video anschauen würdet, aber okay, so Risiken hast du halt immer, dass sich die Leute nicht das ganze Video angucken, aber ich wollte es euch nur sagen, dass ihr das wisst und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal ein etwas anderes Video. Es wird weder ein Let's Play sein, noch irgendwie, was weiß ich, eine Kanalvorstellung, sondern ich möchte mich heute mal mit der Champions League befassen. Und zwar möchte ich heute mal ein Video machen über die ganzen Gruppen. Ja, wir werden heute die einzelnen Gruppen mal durchgehen und ich werde euch ein paar Infos geben zu den ganzen Mannschaften, wo sie in ihrer Liga letzte Saison waren, wo sie letzte Saison europäisch gespielt haben oder wie sie da gespielt haben und was meine Prognose ist, wer so von jeder Gruppe ins Achtelfinale kommt, wer Außenseiterchancen hat und so weiter und so fort. Vorneweg natürlich, es ist wie gesagt jetzt kein normales Let's Play, wie auch sonst, deswegen es wird ein bisschen mehr Gelabere sein, ein bisschen mehr Information. Aber ich hatte einfach mal Bock auf dieses Video und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video bis zum Schluss schauen würdet und dann auch mal eure Meinung unten reinschreibt, weil dieses Video soll ja auch so ein bisschen eine Interaktion sein mit euch, dass ihr auch mal eure Meinung dazu abgeben sollt und auch könnt in den Kommentaren, dafür sind sie ja da. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir mal an mit den einzelnen Gruppen oder ihr seht ja hier erstmal jetzt diese grobe Übersicht von den ganzen Gruppen, was fällt auf? Klar, viele Mannschaften, die jedes Jahr mit dabei sind, sind auch dieses Mal wieder dabei. Es sind auch ein paar Neulinge mit dabei, ja. In der Gruppe D haben wir zum Beispiel den FK Rostov, in der Gruppe G Leicester City, die sollten wir ja noch kennen aus unserer FIFA-Karriere. Ja, oder auch Mannschaften wie Celtic Glasgow sind zum Beispiel wieder mit dabei, die stimmungsmäßig natürlich ganz weit mit da vorne sind. Aber okay, wir fangen jetzt einfach mal an, wir reden gar nicht um den heißen Brei rum und fangen an mit der Gruppe A. Und zwar seht ihr hier in dieser schön gestalteten Grafik, ich hoffe sie gefällt euch, ich habe mich mal so ein bisschen versucht. Und zwar sehen wir hier in der Gruppe A einmal Arsenal London, ja, den FC Basel, Paris Saint-Germain und Ludogorets Razgrad. Ja, das ist eine Mannschaft aus Bulgarien, da kommen wir aber gleich zu. Fangen wir einfach mal an mit Paris Saint-Germain, also nicht in der Reihenfolge, wie die da jetzt sind, sondern ich habe mir das hier mal aufgeschrieben auf dem Zettel. Und zwar Paris Saint-Germain, zum wiederholten Mal, letzte Saison wurden sie Meister in Frankreich, ja, mit ganz vielen Toren und ganz vielen Punkten Vorsprung vor der ganzen Konkurrenz. Also in Paris ist das, in Frankreich ist das so ein bisschen wie in Deutschland. Paris, enteilt der Konkurrenz, genauso wie die Bayern in Deutschland. Aber da kommen wir auch noch später zu, wenn wir auf den FC Bayern zu sprechen kommen. Ja, wo war Paris letzte Saison international? Auch in der Champions League, in der Gruppe A dort. Wurden Zweiter mit 13 Punkten hinter Real Madrid. Sind also bis in die K.O.-Phase vorgedrungen, bis ins Viertelfinale, um genauer zu sein. Dort sind sie dann gegen Manchester City ausgeschieden. 2:2 im Hinspiel, 1:0 dann im Rückspiel verloren. Und somit, ja, war es das dann in der letzten Saison. Was meine Prognose betrifft, sind sie der Top-Favorit mit dem FC Arsenal hier in dieser Gruppe. Ich bin gespannt, wie sie mit dem Verlust von Ibrahimovic zurechtkommen werden. Klar, Ibrahimovic ist nicht irgendjemand, das ist klar. Er bezeichnet sich ja selber gerne als Gott und Jesus und hast du nicht gesehen, aber meiner Meinung nach darf er das, weil er ist halt einfach gut. Also, ich meine, wer in jeder Liga, wo er bislang gespielt hat, Torschützenkönig wurde und ja, in jeder Liga Meistertitel gesammelt hat und Pokalsiege, der darf sich das auch mal erlauben. Deswegen, also klar, meine Prognose, sind sie der absolute Top-Favorit in dieser Gruppe und ich denke mal, sie werden auch souverän weiterkommen. Dann kommen wir zum nächsten Top-Favoriten in dieser Gruppe, den FC Arsenal. Die wurden letzte Saison Vizemeister in der Premier League hinter dem Überraschungsmeister Leicester City. Da kommen wir aber später noch zu sprechen. Die waren in der letzten Saison mit dem FC Bayern in der Gruppe. Gruppe F war das. Die wurden Zweiter mit 9 Punkten, wie gesagt, hinter dem FC Bayern. Sind dann aber schon im Achtelfinale ausgeschieden gegen Barcelona. 2:0 verloren und 1:3 verloren. Das Hin- und das Rückspiel. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, dass sie, wie gesagt, Stammgast sind in der Champions League. Also zum 12. Mal hintereinander, glaube ich, sind sie jetzt mit dabei. Haben es, glaube ich, nie weiter geschafft als, ich glaube, Halbfinale war, glaube ich, mal das weiteste. Ach nee, Quatsch, Finale, das Finale mal irgendwie 2005 oder 2006 gegen Barcelona haben sie mal verloren. Aber ich glaube, die Champions League
meine ich mich erinnern zu können, haben sie noch nie gewonnen. Aber sind halt, wie gesagt, immer Stammgast in der Champions League. Und ich denke mal, die sind mit Paris der Top-Favorit in dieser Gruppe. Sie streiten sich mit Paris um die ersten beiden Plätze. Wobei ich meine, Paris ist die stärkere Mannschaft und wird auf dem ersten Platz landen. Deswegen, der zweite Platz ist dann gesichert für den FC Arsenal. So, dann kommen wir zu den beiden Außenseitern dieser Gruppe. Und zwar zunächst mal zu dem FC Basel, der Meister in der Schweiz. Ja, letzte Saison sind sie aber ausgeschieden in den Champions League Playoffs. Und zwar gegen Maccabi Tel Aviv aus Israel, ja, Hinspiel 2-2 zu Hause, auswärts dann 1-1, 3-3 insgesamt, aber weil Maccabi Tel Aviv auswärts 2 Tore geschossen hat und Basel halt nur 1, war Basel damit dann draußen. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass sie trotzdem eine kleine, ja, Außenseiterchance haben. Vielleicht auf dem zweiten Platz, vielleicht wenn eine Top-Mannschaft mal federn lässt, wie Paris oder wie der FC Arsenal, dann kann Basel das durchaus mal ausnutzen. Aber ich denke mal, dass sie nicht so große Chancen haben, weiterzukommen. Dafür aber gute Chancen auf dem dritten Platz und damit noch in die Europa League zu kommen. Das ist also meine Prognose für Basel. Dann kommen wir zur letzten Mannschaft der Gruppe A, und zwar ist das Ludogorets Razgrad. Ich hoffe, das wird so richtig ausgesprochen. Und zwar waren die Meister in Bulgarien. Ja, letzte Saison sind sie aber auch schon früh ausgeschieden. In der zweiten Qualifikationsrunde ging eine Mannschaft aus Moldawien, und zwar hieß diese Mannschaft Orhai. Ich hoffe, das wird so richtig ausgesprochen, aus Moldawien. Das Hinspiel haben sie zu Hause 1-0 verloren. Das Auswärtsspiel haben sie dann 2-1 verloren, soweit ich mich dran erinnern kann, soweit ich das hier richtig aufgeschrieben habe. Ja, ich glaube. Und meine Prognose einfach, die werden einfach gar keine Chance haben. Also, bei allem Respekt vor der Mannschaft, aber ich glaube nicht, dass sie weder eine Chance haben, weiterzukommen in der Champions League, noch dass sie auf den dritten Platz kommen werden. Da werden sie sich vielleicht streiten mit dem FC Basel, aber ich glaube auch, dass Basel einfach stärker ist als Razgrad. Aber wer weiß, vielleicht hat die Champions League ja ein paar Überraschungen, und dazu zählt dann auch Ludogorets Razgrad. Ich bin gespannt, ich lasse mich gerne überraschen. Damit soll es das also gewesen sein von der Gruppe A. Wir switchen gleich rüber zur Gruppe B. Und dort haben wir schon eine etwas ausgeglichenere Gruppe, möchte ich mal sagen, mit Dynamo Kiew, mit dem SSC Neapel, mit Benfica Lissabon und mit Besiktas Istanbul. Wir gehen auch da wieder die ganzen Mannschaften mal durch, im Schnellverlauf oder, ja, mal gucken, je nachdem, wie viel Zeit ich mir lasse. Also, Dynamo Kiew war letztes Jahr Meister in der Ukraine. International waren sie auch mit in der Champions League, in der Gruppe G, wurden dort Zweiter, überraschenderweise. Ich glaube, die waren da auch mit zwei, drei härteren Teams drin, also mit zwei, drei stärkeren Teams, wo man nicht so damit rechnen konnte, dass die weiterkommen. Waren also Zweiter mit 11 Punkten hinter dem FC Chelsea, sind dann aber auch gleich im Achtelfinale gegen Manchester City rausgeflogen. 1-3 und 0-0 haben dort die Ergebnisse gelautet. Und ich habe mir bei Dynamo Kiew einfach mal aufgeschrieben, dass es eine sehr ausgeglichene Gruppe werden kann. Also so einen richtigen Favoriten möchte ich da gar nicht ausmachen. Vielleicht, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann der SSC Neapel, zu denen kommen wir nämlich jetzt. Die waren letzte Saison Vizemeister in Italien, hinter Juventus Turin, haben natürlich auch mit Gonzalo Higuain ihren besten Torschützen verloren, natürlich gerade zum Konkurrenten, ne? Juventus Turin, der ist ja zu Juventus Turin für 90 Millionen gewechselt. Letzte Saison waren sie aber in der Europa League, nicht in der Champions League, also sind jetzt wieder in der Champions League mit dabei, sind aber dort in der Zwischenrunde, also ja, in der Runde der letzten 32, weil die haben ja eine Runde mehr, weil die auch mehr Mannschaften haben. Die Euroleague sind da in der Zwischenrunde gegen Villarreal ausgeschieden. Hinspiel 1-0 und Rückspiel 1-1, so lauteten die Ergebnisse. Und ich habe mir bei Neapel aufgeschrieben, dass sie eventueller Favorit dieser Gruppe sind. Also wie gesagt, falls man sich einen Favoriten ausmalen sollte, dann wäre es für mich der SSC Neapel, weil, ja, weiß ich nicht, die sind stark einfach. Die sind nicht umsonst Zweiter geworden in Italien, das musst du auch erstmal hinkriegen. Klar, Italien ist jetzt vielleicht nicht so eine starke Liga, sag ich mal, wie Deutschland oder wie Spanien, aber die sind immerhin in der 5-Jahres-Wertung, glaube ich, Dritter oder Vierter, die Italiener. Also die darf man auch nicht ganz unterschätzen. Dann gehen wir weiter zu einer portugiesischen Mannschaft, zu Benfica Lissabon. Die wurden letztes Jahr Meister in ihrer Liga, sind letzte Saison im Viertelfinale gegen den FC Bayern ausgeschieden, im Hinspiel 1-0 bei den Bayern verloren, zu Hause dann 2-2, also war ganz schön knapp für die Bayern, aber es hat ja dann gereicht. Und ich habe mir dort aufgeschrieben, dass sie auch ein Mitfavorit sind aufs Achtelfinale, weil sie auch jetzt schon jahrelang mit in der Champions League spielen, auch dort immer weit gekommen sind oder mindestens in die K.O.-Phase. Deswegen würde ich die einfach mal mit Neapel zu den Favoriten dieser Gruppe mitsetzen. Aber es ist wie gesagt sehr schwierig. Es kann ja auch sein, dass es viele Überraschungen gibt in der Champions League, das weiß man ja eigentlich nicht vorher. Dann kommen wir zur letzten Mannschaft der Gruppe B. Besiktas Istanbul wurden Meister in der Türkei. Letzte Saison sind sie in der Europa League aktiv gewesen, sind dort aber in der Gruppenphase ausgeschieden. Und zwar wurden sie dort Dritter mit 9 Punkten hinter Sporting Lissabon und Lokomotive Moskau. Und ich habe mir als Prognose aufgeschrieben, dass sie ebenfalls
ja, kleinere Außenseiterchancen haben. Also ich glaube, Beşiktaş ist so der Außenseiter in dieser Gruppe, die vielleicht Chancen haben auf dem dritten Platz. Vielleicht mit ein bisschen Glück geht ja noch mehr. Aber meiner Meinung nach, wie gesagt, ist Beşiktaş nicht stark genug, um Neapel zu schlagen, um Benfica zu schlagen. Vielleicht Dynamo Kiew, das kommt dann immer auf die Tagesform drauf an. Aber das wird man dann sehen in den Spielen. Ich bin gespannt und ich lasse mich da gerne mal eines Besseren belehren. So, das waren die ersten beiden Gruppen. Wir machen direkt weiter mit der Gruppe C. Dort haben wir also die erste Gruppe mit deutscher Beteiligung, mit Manchester City. Also sie sind nicht deutsch, sondern Manchester City ist mit dabei. Pep Guardiola hat jetzt seinen neuen Verein gefunden. Dann Borussia Mönchengladbach, die sind auch wieder mit dabei. Der FC Barcelona ist wieder mit dabei. Und Celtic Glasgow, also eine sehr interessante Gruppe. Viele super Spiele wird es dort geben, von der Stimmung her schon. In Celtic, sag ich mal, oder bei Celtic Glasgow, da ist immer Stimmung. Also da kommt man gar nicht drum rum und auch bei den Gladbachern, denke ich mal. Naja, also gehen wir sie mal einzeln durch. Manchester City, fangen wir an, die wurden Vierter, überraschenderweise, was mich so ein bisschen überrascht hat. Ich dachte ja, die werden Meister oder mal mindestens Zweiter, aber hat sich ja dann alles irgendwie ein bisschen geändert. Mussten dafür dann also in die Playoffs in diesem Jahr, aber haben das ganz souverän gemeistert. Gegen Steaua Bukarest haben 5:0 gewonnen im Hinspiel und das Rückspiel haben sie dann 1:0 zu Hause gewonnen. Das heißt also, ganz souverän sind sie in die Gruppenphase hier reinmarschiert. Letzte Saison, sehr überraschenderweise, meiner Meinung nach, sind sie bis ins Halbfinale gekommen gegen Real Madrid. 0:0 im Hinspiel, 1:0 dann bei Real verloren. Also ich glaube, mit denen hätte man am wenigsten gerechnet, dass die so weit kommen im Wettbewerb. Vielleicht ist es ja dieses Jahr mehr drin, vielleicht ist ja sogar das Endspiel möglich mit Pep Guardiola. Je nachdem, wie er seine Mannschaft formt und wie die Spieler seine Taktik umsetzen werden. Da bin ich mal gespannt. Ich habe mir aufgeschrieben, dass sie ja im Kampf um Platz 2 mit Gladbach sind. Also Gladbach schätze ich auch stärker an als letzte Saison. Zu denen kommen wir nämlich jetzt. Die wurden letzte Saison Vierter in der Bundesliga, mussten also auch in die Playoffs rein, gegen die Young Boys Bern, haben bei Bern 3:1 gewonnen, zu Hause dann 6:1 gewonnen. Klar, es war jetzt nicht so ein starker Gegner, es waren nur die Young Boys Bern, aber auch die waren ja berechtigterweise in der Champions League. Also müssen ja nicht so schlecht gespielt haben, auch in ihrer Liga dann, in der Schweiz. Deswegen, also ich bin wirklich gespannt von den Gladbachern. Letzte Saison sind sie, wie gesagt, als Vierter ausgeschieden in der Champions League mit 5 Punkten hinter Sevilla, Juventus und eben Manchester City. Also die beiden, die kennen sich noch aus dem letzten Jahr. Ich bin gespannt. Gladbach ist vielleicht auf Revanche aus, auf Rache. Ich bin mal gespannt, wie sich die Gladbacher entwickeln werden. Dann kommen wir zu dem Top-Favoriten in dieser Gruppe und auch in dieser Champions League. Also sind auch wieder ein Anwärter auf den Champions League-Gewinn. Der FC Barcelona, Meister in Spanien gewesen, ganz knapp, glaube ich, nur 2 Punkte vor Real Madrid und 4 Punkte vor Atletico Madrid. Letzte Saison sind sie im Viertelfinale gegen Atletico Madrid ausgeschieden. Zu Hause haben sie zwar noch 2:1 gewonnen, im Rückspiel haben sie dann aber 2:0 verloren. Was mich auch ein bisschen überrascht hat, ich hätte Barcelona eigentlich ein bisschen stärker eingesetzt. Aber vielleicht sind sie ja dieses Jahr stärker als letzte Saison. Man weiß es ja nicht, haben sich auch gut verstärkt und deswegen habe ich mir auch als Prognose aufgeschrieben, sie sind nicht nur der Top-Favorit auf den Gruppensieg, also ich denke mal, die werden auf dem ersten Platz landen, sondern auch ein Top-Favorit auf den Gewinn der Champions League. Dann kommen wir zu Celtic Glasgow, einer sehr stimmungsvollen Mannschaft. Ja, bei Champions League ist da immer volles Haus, egal wer da kommt. Und die haben sogar letzte Saison, glaube ich, Barcelona geschlagen zu Hause. Oder in der vorletzten Saison, weiß ich gar nicht, mit 2:1. Waren in der letzten Saison auch in der Europa League unterwegs, sind dort aber ausgeschieden auf dem 4. Platz mit 3 Punkten hinter Ajax Amsterdam, Fenerbahce Istanbul und Molde FK. Ich glaube, Molde FK war Zweiter in Dänemark. Ist Molde Dänemark? Weiß ich gar nicht. Ich glaube Dänemark auf jeden Fall. Und ich habe mir halt auch aufgeschrieben, dass sie auf jeden Fall der Außenseiter in dieser Gruppe sind, weil dafür sind die anderen drei Mannschaften einfach zu stark. Aber wer weiß, mit den Fans im Rücken und wenn man den Gegner so ein bisschen auf die leichtere Schulter nimmt, da kann doch einiges passieren. Aber ich glaube, wenn es normal läuft, hat Celtic da keine Chance. Höchstens auf den 3. Platz vielleicht, aber ich denke mal, die werden als 4. ausscheiden. Meiner Meinung nach. So, wir sind fast durch. Wir kommen jetzt zur Gruppe D. Dann haben wir die Hälfte geschafft. Mit einer weiteren deutschen Mannschaft. Und das war mit dem FC Bayern, mit Atletico Madrid, mit dem PSV Eindhoven und mit dem Neuling FK Rostov aus Russland. Kommen wir aber gleich zu. Wir fangen an mit dem PSV Eindhoven. Also nicht so, wie es da wieder steht, sondern ein bisschen durcheinander. Wir fangen an mit PSV Eindhoven. Die wurden letzte Saison Meister in den Niederlanden. Und zwar ganz spannend. Am letzten Spieltag haben sie 3:1 gewonnen. Der Konkurrent, und zwar war das Ajax Amsterdam, die waren bis zu diesem Spieltag auf dem 1. Platz, haben dann aber nur 1:1 gespielt. Und ja, zeitgleich hat, wie gesagt, Eindhoven gewonnen und damit, und deswegen haben die beiden die Plätze getauscht und deswegen wurde noch der PSV Eindhoven Meister und nicht Ajax Amsterdam. Deswegen musste Ajax Amsterdam in die Playoffs rein, die haben es da nicht geschafft, kommen wir aber gleich zu. Und der PSV Eindhoven durfte dann an der Champions League dran teilnehmen. So ist das manchmal.
Ich habe mir aber auch dort aufgeschrieben, dass der PSV Eindhoven ja im Kampf um Platz 3 mit dem FK Rostov sein wird. Also es wird einen Zweikampf geben zwischen Eindhoven und Rostov um den dritten Platz, weil die ersten beiden Plätze sind dort meiner Meinung nach auch wieder klar an die Bayern und an Atletico Madrid vergeben. Sprechen wir doch gleich mal über Atletico Madrid. Die wurden letzte Saison Dritter in Spanien. Letzte Saison überraschenderweise durchmarschiert bis ins Finale, haben die Bayern geschlagen, haben Barcelona auch hinter sich gelassen und auch den PSV Eindhoven, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Ach, das habe ich noch gar nicht erzählt, dass der PSV Eindhoven letzte Saison im Achtelfinale gegen Atletico ausgeschieden ist. 0-0 im Hinspiel, 8-7 danach, Elfmeterschießen bei Atletico Madrid, habe ich noch vergessen zu erwähnen. Und Atletico, ja, waren im Finale gegen Real Madrid, ein spannendes Spiel, haben dann leider im Elfmeterschießen mit 5-3, glaube ich, verloren nach Elfmeterschießen. Und ja, waren also kurz davor, ihren ersten Champions-League-Titel, glaube ich, zu holen. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es, wie gesagt, einen Zweikampf geben wird mit dem FC Bayern um den ersten Platz und dass sie eventuell auch wieder ein Favorit sind um den Champions-League-Titel, weil wer ja in den letzten beiden Jahren jeweils ins Finale durchgehuscht ist, der kann ja nicht so schlecht sein. Deswegen, also die haben eine gute Entwicklung hingenommen, Atletico Madrid. Ich bin sehr gespannt, wie das in dieser Saison laufen wird. Genau, dann kommen wir zum FC Bayern, Rekordmeister in der Bundesliga zum vierten Mal hintereinander, also das Nonplusultra in der Bundesliga. Es ist, ja, in den letzten Jahren nur eine Frage eigentlich, mit wie vielen Punkten Vorsprung der FC Bayern Meister wird. Vielleicht bis auf Borussia Dortmund gibt es eigentlich keine Mannschaft, die dem FC Bayern so richtig gefährlich werden kann. Aber okay, die Bayern, die können ja nichts dafür. Die können ja nicht jetzt, sag ich mal, mit Absicht schlecht spielen, nur damit es ein bisschen spannender wird in der Bundesliga. Das macht ja niemand. Deswegen. Also, die Bayern waren letztes Jahr, wie gesagt, gegen Atletico Madrid aktiv, sind da bis ins Halbfinale gekommen, haben das Hinspiel 1-0 verloren. Das Rückspiel haben sie zwar 2-1 gewonnen, aber dadurch, dass Atletico ein Auswärtstor geschossen hat, leider sind die Bayern dann leider ausgeschieden, so kurz vorm Finaleinzug. Aber okay, so ist das nun mal, so ist Fußball. Und ich habe mir auch wieder aufgeschrieben, dass sie ein Favorit sind, nicht nur auf den Gruppensieg, sondern auch natürlich um den Champions-League-Titel, wie in jedem Jahr eigentlich, sind die Bayern mit der Titelfavorit neben Barcelona, neben Real Madrid, neben Atletico Madrid vielleicht und vielen anderen Mannschaften. So, dann kommen wir also zur letzten Mannschaft der Gruppe D. Und zwar ist das der Neuling FK Rostov. Nicht Rostock, sondern Rostov aus Russland. Die wurden letzte Saison Vizemeister in Russland. Wie gesagt, mussten deswegen in die Playoffs gegen Ajax Amsterdam. Sie hätten also auch gegen den PSV Eindhoven kommen können, wenn Eindhoven Zweiter gewesen wäre. Aber so kam es halt, dass Ajax Amsterdam Zweiter wurde. Hinspiel haben sie, glaube ich, 0-0 oder... Nee, da haben sie 1-0 verloren. Das Rückspiel haben sie dann 4-1 gewonnen. Also eine Wahnsinnsleistung zu Hause. Ihr seht, was mit Zuschauern im Rücken möglich ist. Und die konnten ja befreit aufspielen. Als Neuling in der Champions League habe ich mir natürlich als Prognose aufgeschrieben, dass sie kleine Außenseiterchancen haben, aber im Normalfall, wie gesagt, das ist genauso wie in der Gruppe C mit Celtic Glasgow oder auch in der Gruppe A mit Ludogorets Razgrad. Im Normalfall, sage ich mal, haben sie 6 Super Champions League Spiele, scheinen dann aber als Vierter aus, vielleicht ja sogar als Dritter in die Europa League, man weiß es ja nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Deswegen, ich lasse mich da gerne immer überraschen, die Champions League ist eine Wundertüte, meiner Meinung nach. So, die Hälfte haben wir geschafft. Ich hoffe, ihr seid noch mit dabei und ich hoffe, ihr haltet noch durch. Wir machen weiter mit der Gruppe E. Und zwar mit einer weiteren deutschen Mannschaft, mit Bayer Leverkusen, mit dem ZSK Moskau, mit den Tottenham Hotspur und mit dem AS Monaco. Ist auch wieder eine sehr ausgeglichene Gruppe, aber da kommen wir gleich zu. Wir fangen mal an mit den Leverkusenern, die letzte Saison Dritter wurden, hinter Dortmund und hinter dem FC Bayern. Ja, sind sie so jetzt die dritte Kraft oder ist es Schalke, ist es Gladbach? Die drei, die streiten sich ja immer so um die... Ja, um die dritte Kraft hinter Bayern und hinter dem BVB international, haben sie letzte Saison leider nicht so gut, ja, abgeschnitten, sag ich mal, wurden Dritter in ihrer Champions-League-Gruppe, haben dann also an der Europa League dran teilgenommen, sind dort bis ins Viertelfinale vorgedrungen gegen den FC Villarreal, haben dort das Hinspiel dann leider 2-0 verloren, das Rückspiel dann 0-0. Ich habe mir erstmal aufgeschrieben, dass sie gute Chancen haben, weiterzukommen. Das habe ich aber bei allen dreien oder vieren Mannschaften jetzt eigentlich auch gemacht. Naja, wir schauen einfach mal. Dann kommen wir zum ZSKA Moskau. Die wurden letzte Saison Meister in Russland, sind in der Champions League letztes Jahr ausgeschieden in der Gruppe B mit 4 Punkten hinter Manchester United, die dann nur in der Europa League gespielt haben, dem PSV Eindhoven und dem VfL Wolfsburg, die diese Gruppe überraschenderweise gewonnen haben. Die sind ja dieses Jahr nicht europäisch vertreten, die Wolfsburger, wisst ihr ja hoffentlich. Und dort habe ich mir auch aufgeschrieben, dass sie gute Chancen haben, entweder weiterzukommen oder wenn nicht, dann mindestens mal einen Platz in der Europa League. Habe ich jetzt einfach mal aufgeschrieben. Weiter geht's mit den Tottenham Hotspurs. Die sind auf dem dritten Platz gelandet in der Premier League hinter Arsenal, hinter dem Überraschungsmeister Leicester City. Sind letztes Jahr auch in der Europa League vertreten gewesen, haben dort gegen Dortmund im Achtelfinale,
bin in der Zeile verrutscht. Im Achtelfinale gegen den BVB ausgeschieden, Hinspiel 3:0 verloren in Dortmund, dann zu Hause 2:1 verloren. Ich habe dort auch aufgeschrieben, dass sie ein Kandidat sind fürs Weiterkommen. Also ich habe das bei allen vier Mannschaften, glaube ich, aufgeschrieben, weil ich kann mich da echt nicht entscheiden. Das ist eine schwierige und eine sehr ausgeglichene Gruppe, meiner Meinung nach. Schauen wir mal weiter zum letzten Team, und zwar zum AS Monaco. Die wurden letztes Jahr Dritter in Frankreich hinter Lyon und hinter Paris Saint-Germain, mussten also in die Playoffs gegen Villarreal, haben das Hinspiel 2:1 gewonnen, das Rückspiel 1:0. Spielen jetzt also hier in der Champions League. Letzte Saison waren sie in der Gruppenphase, sind dort ausgeschieden in der Gruppe J. Gruppe J hinter dem RSC Anderlecht und den Tottenham Hotspur. Also auch hier treffen wieder zwei Mannschaften aufeinander, die letzte Saison sich auch schon mal begegnet haben, sich beschnuppert haben, wenn man es so will. Und deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich habe dort auch aufgeschrieben, dass sie gute Chancen haben, unter den ersten drei zu landen. Ich kann da echt keinen Favoriten ausmachen, aber ihr werdet dann hinterher noch sehen auf der Gesamtübersicht mit den Mannschaften, wo ich meine, dass die ins Achtelfinale kommen. Ja, ihr werdet ja sehen, welche Mannschaften ich dort weiter gesehen habe oder sehen werde. Das war die Gruppe E, also auch eine sehr ausgeglichene, eine sehr spannende Gruppe mit deutscher Beteiligung. Gehen wir weiter in die Gruppe F. Welches die letzte Gruppe ist mit deutscher Beteiligung, und zwar dem BVB, Legia Warschau, Sporting Lissabon und dem letztjährigen Champions-League-Sieger Real Madrid. Also das ist auch eine Hammergruppe. Dortmund und Madrid, die hatten es ja so in den letzten Jahren, die haben sich ja auch ganz oft begegnet in der Champions League. Fangen wir aber an mit dem Außenseiter dieser Gruppe, und zwar ist das Legia Warschau. Die wurden letztes Jahr Meister in Polen. Wie sah es bei denen international aus? Sie waren in der Gruppenphase vertreten, in der Europa League Gruppenphase, wurden dort aber letzter hinter Brügge, hinter Midtjylland und hinter dem SSC Neapel. Also auch, ja, der Außenseiter in dieser Gruppe habe ich mir auch aufgeschrieben. Vielleicht eventuell kleinere Chancen auf den dritten Platz mit Sporting Lissabon, werden sie sich darum streiten. Aber ich denke mal, Legia Warschau ist dafür einfach nicht stark genug und wird sang- und klanglos ausscheiden, meiner Meinung nach. Dann kommen wir zum BVB, Vizemeister in der Bundesliga letztes Jahr gewesen. Der beste Vizemeister, glaube ich, in den 50 oder 52 Jahren Bundesliga. Es geht nicht besser, aber wenn er halt den FC Bayern dabei hat, geht es halt nochmal besser. Wenn die Bayern nicht dabei gewesen wären, wäre Dortmund natürlich ganz klar Meister geworden. Aber sie haben auch so eine starke Saison letztes Jahr gespielt. Sind im Viertelfinale dann leider in der Europa League gegen Liverpool ausgeschieden. Zu Hause 1:1 und dann dieses Wahnsinns-Rückspiel 4:3 in letzter Minute verloren. Wobei man schon 2:0 geführt hat und dann gibt man das Ganze noch außer Hand. Naja, so ist Fußball manchmal. Ein Spieler hat 90 Minuten und deswegen, denke ich mal, werden die Dortmunder das sich auch zu Herzen genommen haben. Und mein Tipp und meine Prognose für diese Gruppe ist, dass die Dortmunder sich mit Madrid um die ersten beiden Plätze streiten. Ich denke, Warschau und Sporting Lissabon wird den beiden nicht gefährlich werden. Aber okay, es sei auch da gesagt, es ist immer wieder eine Überraschung möglich und deswegen lasse ich mich mal gerne überraschen. Dann kommen wir also zu Real Madrid. Die waren letztes Jahr Zweiter in der spanischen Liga. Ich wollte jetzt gerade sagen in der Premier League, aber ich würde sagen in der Primera División. So, jetzt habe ich den Namen. Und zwar, ja, hinter Barcelona, haben also letztes Jahr die Champions League gewonnen. Ja, der amtierende Champions League-Sieger im Finale gegen Atletico, haben wir ja vorhin schon kurz mal besprochen. 5:3 nach Elfmeterschießen haben sie dort gewonnen. Und ich habe mir auch als Prognose aufgeschrieben, sie sind nicht nur wieder der Anwärter auf den Champions League-Gewinn. Vielleicht schaffen sie es ja als erste Mannschaft, den Champions League-Titel zu verteidigen. Es hat bislang noch nie eine Mannschaft geschafft, in der Champions League den Champions League-Titel zu verteidigen. Vielleicht ist ja Real Madrid dieses Jahr die Mannschaft oder diese Saison die Mannschaft, die das schaffen wird. Ja, wie gesagt, der Kampf um Platz 1 mit Dortmund und dann, ja, man wird sehen, wer Erster und wer Zweiter wird. Dann kommen wir noch zu Sporting Lissabon, die wurden letztes Jahr Zweiter in ihrer Liga in Portugal hinter Benfica Lissabon, hinter dem Stadtrivalen, sind aber in der Europa League in der Zwischenrunde, also Runde der letzten 32, gegen Leverkusen ausgeschieden, Hinspiel 1:0 verloren, Rückspiel 3:1 verloren, haben aber gute Chancen, so wie ich meine, auf dem dritten Platz zu landen, hinter Dortmund und Real Madrid oder hinter Madrid und Dortmund, je nachdem, wer Erster und Zweiter wird. Ich denke mal, sie werden auch stärker sein als Legia Warschau, aber auch da sei wieder gesagt, es kann einiges passieren. Es kann ja auch Real Madrid ausscheiden, was ich nicht glaube, oder Dortmund, was ich aus deutscher Sicht natürlich nicht hoffe, aber es muss erstmal alles gespielt werden. So sehe ich das immer. So, wir haben es bald geschafft, viel Gelabere, fast eine halbe Stunde rum, wir kommen zur Gruppe G, zur vorletzten Gruppe. Was fällt auf, wenn wir das Bild sehen? Viel Blau. Also jedes Wappen hat Blau oder jeder Verein hat etwas Blaues in seinem Wappen drin. Das ist vielleicht das Gemeinsame, was sie gemeinsam haben. Auch das ist wieder eine sehr ausgeglichene Gruppe. Aber wir schauen mal. Wir kommen mal zu dem FC Brügge, Meister aus Belgien. Letzte Saison waren sie in der Gruppenphase der Europa League, sind dort als Dritter ausgeschieden hinter Midtjylland und Neapel. Und ich habe mir erstmal aufgeschrieben, dass sie gute Chancen auf den dritten Platz haben. Aber das habe ich bei zwei anderen Mannschaften, glaube ich, ebenfalls noch gemacht. Schauen wir aber gleich mal drauf. Dann kommen wir natürlich zu Leicester City, der Wundertüte der
der letzten Fußballsaison eigentlich. Also nicht nur in der Premier League, sondern auch der Überraschungsmeister der ganzen Fußballgeschichte eigentlich. In ganz Europa, von ganz Fußball-Europa hätte doch niemand damit gerechnet, dass Leicester City ausgerechnet Meister wird. Jetzt sind sie es geworden, sind auch zum ersten Mal folgerichtig dann in der Champions League vertreten. Und ich bin gespannt, wie sie das managen werden. Ich denke mal, dass sie nicht auf den ersten Platz kommen, aber ich denke mal, sie haben gute Chancen, Zweiter zu werden. Ich schätze sie stärker an als Brügge und auch als den FC Kopenhagen. Nicht stärker als der FC Porto. Dafür hat Porto einfach zu viel Erfahrung international, haben schon in der Europa League jahrelang gespielt, in der Champions League auch regelmäßig eigentlich Stammgast. Deswegen schauen wir mal auf den FC Porto. Die wurden letztes Jahr nur Dritter, überraschenderweise, hinter Sporting und hinter Benfica Lissabon. Mussten also in die Playoffs gegen den AS Rom, haben im Hinspiel 1-1 gespielt, das Rückspiel haben sie dann souverän 3-0 gewonnen, sind also verdient jetzt in der Gruppenphase und sind in der letzten Saison gegen den BVB ausgeschieden in der Zwischenrunde. Mit 2-0, mit 1-0 jeweils eine Niederlage kassiert. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass sie der Favorit der Gruppe sind. Zwar nicht der klare Favorit, aber wenn man sich jetzt wieder einen Favoriten rauspicken sollte, dann ist es für mich der FC Porto aufgrund der internationalen Erfahrung einfach und aufgrund, ja, der zu gut individuell besetzten Mannschaft, sage ich jetzt einfach mal. Dann kommen wir zum letzten Team, dem FC Kopenhagen. Die wurden Vizemeister in Dänemark, mussten also in die Playoffs gegen Apoel Nikosia aus Zypern. Haben das Hinspiel 1-0 gewonnen, das Rückspiel dann 1-1 gespielt. Also war auch eine sehr knappe Kiste, haben es dann aber geschafft. Letzte Saison waren sie nicht international vertreten. Da sind sie in der dritten Runde der Champions League-Qualifikation gegen Jablonec. Ich hoffe, ich habe das so richtig ausgesprochen. Also die Mannschaft heißt Jablonec, kommen aus Tschechien. Haben das Hinspiel 1-0 gewonnen, Rückspiel aber, glaube ich, 3-2 verloren. Ich hoffe, ich habe mir das, wie gesagt, richtig aufgeschrieben. Aber ich denke mal, so war es. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass sie gute Chancen auf den dritten Platz haben. So, abschließend zur Gruppe G vielleicht ganz kurz zu sagen, der FC Porto Favoriten, die anderen Mannschaften streiten sich so um den zweiten und dritten Platz. Ich meine aber, Leicester City wird Zweiter mit dem FC Porto und wird dann auch weiterkommen in das Achtelfinale. So, wir haben es gleich geschafft. Oh, mein Mund ist schon ganz trocken. Naja, ihr hört es schon an der Stimme. Aber hoffentlich seid ihr bislang noch dran geblieben. Wir kommen zur letzten Gruppe, zur Gruppe H. Mit Juventus Turin, mit dem FC Sevilla, mit Olympique Lyon und mit Dynamo Zagreb aus Kroatien. Fangen wir gleich an mit Juventus Turin. Die waren letzte Saison Meister in Italien, sind ja regelmäßig jetzt eigentlich Meister. Ich glaube auch schon zum dritten Mal hintereinander oder so, also sehr souverän. Haben zwar einen wichtigen Spieler, Paul Pogba, verloren, haben Gonzalo Higuain dazu bekommen. Da muss man sehen, wie sie das managen. Letzte Saison gegen die Bayern ausgeschieden, auch in einem super Champions League Achtelfinale. 2-2 im Hinspiel und dann das Rückspiel in München 4-2. Spannender geht es ja, glaube ich, gar nicht. Letzte Minute haben die Bayern noch ausgeglichen, dann in der Verlängerung haben sie es klar gemacht. Sind aber der Favorit in dieser Gruppe hier, Gruppe H, habe ich mir aufgeschrieben, weil sie stärker sind, finde ich, als Sevilla, als Zagreb sowieso und als Lyon. Deswegen habe ich Juventus mal als Top-Favorit dieser Gruppe ausgesetzt. Sevilla, ja, Sevilla ist so eine Wundertüse, sage ich mal, international. Die wurden zwar nur Siebter in der letzten Saison in Spanien, dürfen aber dran teilnehmen, weil sie die Europa League gewonnen haben. Ne? Der Sieger der Europa League darf ja dann automatisch immer an der darauffolgenden Champions League-Saison dran teilnehmen. Ja, sind also der amtierende Europa-League-Sieger letzte Saison, ne, ist ja klar. Und haben auch gute Chancen auf Platz 2, habe ich mir mal spaßeshalber so aufgeschrieben. Sie haben gute Chancen auf den zweiten Platz. Wenn nicht, werden sie Dritter und gewinnen wieder die Europa-League. Also die letzten 3 Jahre haben sie das ja gewonnen. Wahnsinn, dass Sevilla einfach keiner aufhalten kann in der Euro-League. Deswegen, also ich bin sehr gespannt, ob sie diesmal weiterkommen in der Champions League oder ob sie wieder in der Europa-League gewinnen und dann die gewinnen. Man weiß es ja nicht. So, kommen wir zur vorletzten Mannschaft, zu Lyon. Die wurden Zweiter hinter Paris in Frankreich letzte Saison. Waren sie auf dem vierten Platz der Gruppe H in der Champions League hinter Valencia, dem KAA Gent und Zenit St. Petersburg. Hätte ich so auch nicht gedacht. Also Lyon war ja mal eine starke Truppe. Die waren ja auch sogar mal im Halbfinale, glaube ich, 2010. Gegen die Bayern sind sie ja da ausgeschieden. Also kurz vorm Finale wurden sie auch dann geschlagen. Haben auch gute Chancen, mal mindestens auf dem dritten Platz. Vielleicht gibt es einen Zweikampf mit dem FC Sevilla um Platz 2, aber ich glaube, Sevilla ist stärker als Lyon, würde ich jetzt mal persönlich denken. So, und zur letzten Mannschaft dieser Champions League-Gruppe, Gruppe H, Dynamo Zagreb, Meister in Kroatien. Die wurden letzte Saison Vierter in der Gruppe F, hinter Piräus, hinter Arsenal, hinter dem FC Bayern. Und meine Prognose für dieses Jahr, sie sind auch der Außenseiter dieser Gruppe und werden wahrscheinlich auch auf dem vierten Platz landen. Ich glaube, für die wird es 6 schöne Champions League-Spiele geben und dann war es das. Und deswegen, ja, soll es das gewesen sein. Eine halbe Stunde haben wir jetzt hier durchgelabert. Ich hoffe trotzdem, wie gesagt, es hat euch gefallen. Es war zwar kein Gameplay mit dabei, aber ich hatte einfach Bock, dieses Video mal zu machen. Und ich hoffe, dass ihr dran geblieben seid. Ihr könnt nämlich jetzt mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare reinschreiben. Wir sehen jetzt hier gerade mal die Übersicht von den Mannschaften, wo ich meine, dass die ins Achtelfinale kommen. Und zwar
Paris, Arsenal, Neapel, Benfica, Lissabon, Barcelona, Gladbach, Bayern, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Tottenham, Borussia Dortmund, Real Madrid, Leicester City, der FC Porto, Juventus Turin und der FC Sevilla. Was fällt auf? Ich glaube, ich bin sehr optimistisch, weil ich auch durch die deutsche Brille schaue, dass 4 deutsche Mannschaften weiterkommen. Ich hoffe, es wird auch so zustande kommen. Dann natürlich die Favoriten der jeweiligen Gruppen, Madrid zum Beispiel, Barcelona, werden weiterkommen. Aber ich habe auch Chancen gegeben, dem FC Sevilla habe ich gute Chancen ausgerechnet und Leicester City, weil ich glaube, dass das halt eine Überraschungsmannschaft ist, mit der niemand rechnet. Die haben auch in der Champions League nichts zu verlieren, können ganz befreit aufspielen und deswegen denke ich oder deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie weiterkommen. Ich bin mal gespannt. Also das ist wie gesagt mein Tipp fürs Champions League Achtelfinale, ich habe ein paar Prognosen abgegeben, ich habe euch die Gruppen vorgestellt und jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr meinen Kanal abonniert für mehr Videos und schreibt mal eure Meinung unten rein in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Was meint ihr, wer weiterkommt, wer gewinnt die Champions League, gibt es vielleicht eine Überraschungsmannschaft, sowohl positiv als auch negativ, also gibt es vielleicht eine starke Mannschaft, die früh ausscheidet oder eine schwache Mannschaft, die sehr weit kommt, würde mich mal sehr interessieren. So. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich muss jetzt erstmal was trinken, ansonsten habe ich keine Stimme mehr. Und dann sage ich euch einen schönen Tag noch. Bis dahin, macht's gut, euer HSPP. Ciao.